Also ich möchte euch heute zwei krasse Schnittfehler von DSDS zeigen. Und zwar ist das eine zwar aus der alten Staffel, das ist ein Jahr her, also aus der alten Sendung, und eins aus der neuen Sendung. Dazu habe ich ein Bild und ein Video, was das ganz kurz erklärt. Das werde ich auch unten verlinken in der Beschreibung. Ja. Zum ersten Bild, was ich hier habe, das ist auch ein krasser Schnittfehler. Ich frage mich hier die ganze Zeit, das ist eine Sendung, die Millionen generiert. Und die kriegen es nicht auf die Reihe, das richtig zu schneiden. Hier haben die zu dritt gesungen gehabt. Da war noch jemand dabei gewesen. Das hat DSDS so nicht gepasst. Das haben die dann anders geschnitten, so wie die es haben wollten. Haben ihn natürlich rausgeschnitten, aber hier den Schatten vergessen. Ich meine, sieht man doch auf den ersten Blick, dass da drei Schatten sind. Da frage ich mich, wie sowas überhaupt passieren kann. Dann zum zweiten habe ich hier ein kurzes Video, das hören wir uns kurz an. Der erklärt da, wie das Ganze passieren kann. Da ist ein Schnittfehler bei Pietro passiert, wo, ja, wo der Bereich von Dieter Pietros Arm überdeckt. Zu gestalten. Wenn bei DSDS eine Kamera auf einem Stativ steht, dann sollte man immer das identische Bild haben, bis auf die Jury, welche sich bewegt. Aber der Hintergrund bleibt immer derselbe. Somit haben wir ein konstantes Bild, welches für so einen Schnitt sehr, sehr wichtig ist. So ein konstantes Bild ermöglicht es. Also entweder die haben ein anderes Bild von Dieter reingeschnitten oder ein anderes Bild von Pietro, weil ihnen irgendwas nicht gepasst hat. Die schneiden es ja sowieso so, wie die es haben wollen. Jeden Teil aus der Jury einzeln ausschneiden kann und einfügen kann, wo man möchte. Das Ganze funktioniert mit Schnittmasken und ist wirklich sehr, sehr bekannt. Als Beispiel funktioniert jedes Video, in welchem eine Person mehrfach gezeigt wird, so oder eben mit einem Greenscreen. Es gibt eine Szene in einem Harry Potter Film, in welchem Harry mehrfach zu sehen ist. Und diese Szene wurde mit so einer Maske erstellt. Um euch nun ein Beispiel zu geben, stellt euch mal vor, dass Dieter weint und der Rest der Jury ist am Lachen. Das würde nicht wirklich Sinn machen und würde den Zuschauer verwirren. Somit könnte man eine andere Stelle suchen, in welcher Bohlen das gleiche anhat wie bei der anderen Stelle. Falls diese dann besser reinpassen sollte, dann werden beide Videos übereinander gelegt und von dem Video mit Dieter wird alles bis auf R weggeschnitten. Somit haben wir dann zum Beispiel vier lachende Jurymitglieder, was wohl viel besser passen würde. Wenn Dieter seinen Arm nun vor Freude in Richtung Pietro ausstrecken würde, dann würde er in dieser ausgeschnittenen Maske verschwinden und wäre somit nur noch zum Teil zu sehen. Genau dasselbe ist bei Pietro passiert. Sein Arm war sozusagen außerhalb seiner in Anführungsstrichen Box. Ich hoffe, ich... Also hier ist das, worum es auch geht. Hier war der Bereich von Dieter, der geht bis hier wurde der geschnitten und Pietros Arm überlappt halt das. Und da Dieter sein Bereich im Vordergrund ist, verschwindet hier sein Arm. Auch ein krasser Schnittfehler, finde ich. Und sollte so einem Unternehmen eigentlich gar nicht passieren. Ja, also ich kann euch auf jeden Fall noch ein, zwei Videos empfehlen von Fabrizio, der jetzt bei DSDS war. Der erklärt einiges auf über DSDS, was alles fake ist, was nicht, wie die es schneiden, wie die es zusammenschneiden. Und verlinke ich euch auch auf jeden Fall in der Beschreibung und könnt ihr euch dann reinziehen. Der erzählt auf jeden Fall alles über die Forecastings und wie es geschnitten wird, dass es so geschnitten wird, wie es ihnen passt und ja, dass DSDS im Endeffekt fake ist und mehr eine Entertainment-Show statt als eine Casting-Show, bei der es um Musik geht. Also wenn euch das ultimativ gute Video hier euch gefallen hat, dann würde ich sagen, lasst ein Like da und folgt mir auf Instagram. Peace. Wie gesagt, wenn euch das unfassbar schlechte Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, folgt mir auf Instagram und wir sehen uns im nächsten Video. Peace, Leute.